Da. So. Aber du kannst dann weg, richtig? Eigentlich schon, ja. Du musst nur einmal neu gesetzt werden. So. Jetzt haben wir hier theoretisch so einen Ansatz von unserem alten Muster. Also einfach nur nah beieinander. Das heißt, du kannst dahin, du kannst dahin, du kannst dahin, Ärmchen so, und dann passt es auch wieder. Stopp, die Ärmchen kommen dahin. So. Also Eisen kommt von da, hier ist das Schienennetz, das müssen wir jetzt so bauen. Obwohl, warte mal, wenn die Bahn eh von unten kommt, dann sollten wir das ganze Ding so aufbauen, dass es auch gleich seitlich fährt. So, dazu verteile ich jetzt ein bisschen Licht. Bau mehr Licht. Dazu mache ich jetzt das, was ich eigentlich gerade machen wollte, bevor ich unterbrochen werde. Und zwar suche ich mir die weit entfernteste Stelle aus, also wo das Wasserzeug hier am weitesten rechts ist. Und ziehe da eine gerade Linie runter. Und eine gerade Linie hoch. Und dann können wir gucken, wo wir die Bahnstelle da oben am besten bauen. Haltestelle. Hier ist viel zu viel Baumzeug. Mach das Baumzeug weg. Was für eine Reichweite habt ihr? Bis da. Baumzeug weg. Sehr gut. Hier müsste das sein, hm? Huh? Okay. Oh ne, hier. Dann sagen wir mal, hier lang fährt jetzt die Bahn. Weil ich keine Kurven machen will. Ups. Kettensäge wäre auch noch schön. Ich meine, Pickaxe schön und gut. Wobei das ja eigentlich zum Steinabbauen ist. Das heißt, man könnte ruhig verschiedene Werkzeuge da auch einfügen. Aber eine Kettensäge für schnellere Bäume absägen. Ruhig auch mit mehr Ausbeute. Das wäre echt schick. So, das war jetzt schon zu weit. So, jetzt verlängern wir das von hier nach da. Brauche mehr davon. Weiter, 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 weiter. Und hier machen wir jetzt irgendwo gleich die Kurve. Die war ja etwas komplizierter. So, ja. So. Und jetzt hier so. Okay, das Ganze muss nur zwei Felder weiter nach rechts oder so. 1, 2, testen. So. Mist. Das Ganze muss ein Feld weiter nach links. So. Und irgendwo wieder irgendwas kaputt gehauen. Ja, so. Wo denn? Schon wieder da oben. Okay, während du dahin läufst, bau bitte Lasertürme. Wir werden doch durchgehend von unten angegriffen, obwohl das eigentlich nicht passieren sollte. Und genau deswegen machen die es wahrscheinlich auch. Achso, wo du gerade dabei bist, bau noch ein paar Raketen. So. Was machst du mir noch kaputt? Eine Kiste. Drei Kisten. Zwei Strommasten. Wenn ich gleich mit der Schrotflinte reinhalte, ist eh mehr kaputt. Ah, diesmal ist es noch mehr. Danke fürs Abstand halten zu den wichtigen Gerätschaften. So. Das kann alles weg. Haben wir echt ganz schön aufgeräumt hier. Mach mal alles weg. Ich will hier ordentlich aufräumen. So. Können wir den Schrott irgendwie auch wegmachen? Ist das maximale Reichweite? Ah, wir haben nicht genug davon. Bau, bitte mehr. Nicht. Das ist doof. Gib mir da.
Bau da drumherum Lasertürme. So, ich hoffe, das wird irgendwas bringen. Und bau. So. Ihr seid jetzt nicht angeschlossen, warum auch immer, wegen diesem guten Bug. So. Das müsste euch erstmal helfen. Dann gehe ich jetzt zurück zur Basis, hol mehr Stahl, hol mehr Kupferplatten haben wir. Stahl brauche ich noch. Ich brauche mehr Transport Belts. Die müsste ich mir auch irgendwo mopsen können. Und den bauen wir da oben weiter. Das ist... Also ja, wir klauen ihnen ihr Land und wir schießen ihre Kinder weg und so. Es ist doch sehr verständlich, dass sie aggressiv werden und so Bahnen zerstören wollen. Aber nee. Ich will eine Bahn bauen. Krummel. So, gib mir Chips, gib mir Stahl. Gib mir blaue Chips, jo. So, Strom. Ganz viel Strom. Was zur Hölle ist das? Kohle. Okay. Anscheinend haben wir jetzt kein Plastikproblem mehr. Wenn er so sehr nach Kohle schreit da oben. Stahl kommt auch, sehr gut. Stein. Ich brauche stinknormalen Stein. Den wir nicht mehr haben, weil wir alles zu Dings verarbeitet haben, richtig? Kohle kommt geflogen. Nee, ich will Stein. 4 Steine ist zu wenig. Britzel, Britzel, was macht der Strom? Nee. Geht. Geht, ist nicht gut, aber es geht. Du weg. Stein, ja. Gut, also straight rail, 50 Stück. Wird nicht reichen. Nimm die restlichen Steine. Haben wir noch irgendwo einen Stein? Oh, okay. Nimm mal mit. Stein. Ja, weil ich keine Logistik-Slots hatte für Stein, muss ich auch gleich einfügen. Genau. Als nächstes erforschen tun wir... Laser Turret Damage. Obwohl, weißt du was? Ich werde erstmal gar nichts erforschen. Weil ich will, dass ich ein bisschen blaue Tränke einsammeln und dann, wenn noch blaue Tränke da sind, dass wir keine roten Chips mehr verballern für blaue Tränke. Damit wir endlich mal hier die wichtigen Sachen bauen können. Fortschritt schön und gut, aber es bringt einem nichts, wenn man theoretisch Hightech-Sachen herstellen kann, aber praktisch nicht die Ressourcen dafür hat, weil man alles in die Forschung steckt. Ja, das ist auch irgendwie doof. Also, ich hätte gerne noch Stein. Stinknormalen Low-Tech-Stein. Und zwar nur 50, weil das ein Dingens da ist. So, ich hätte gerne mehr Schienen. Ich hätte gerne so ein verdammtes Umspannwerk. Dafür brauche ich jetzt 5 blaue Chips. Die klaue ich mir jetzt. Und zwar... Hier. Zack. 1. 2. 3. 4, 5. So. Hä? Muss ich jetzt plötzlich 2 bauen? Egal. So. 2 Umspannwerke. Und dann gucke ich mal, was für ein Muster ich damit bauen kann. Das war das eine. Hier klaue ich mir noch mehr rote Chips. Weil wir brauchen nicht mehr Roboter, richtig? Ach, du Kacke! Du, hör auf zu arbeiten. Skynet ist durchgedreht. Wir haben 527 Roboter. Ja, das ist viel. Cringe ist meine... Also ja, keine Roboter mehr, das reicht erstmal. Das ist auch ein ganz schöner Ressourcenfresser gewesen wahrscheinlich. Und ich will jetzt in dieser Phase gerade Ressourcen haben. Ich will keinen Fortschritt, ich will nicht mehr Roboter. Ich will nur Ressourcen zum Bauen. Wir bauen Tolles. Also Substations haben wir. Wir werden auch neu gefüttert mit roten Chips, das ist gut. Fließbänder. Ich wollte noch die ganz normalen Low-Tech-Fließbänder hier wegmopsen. Wow! Hinterher. Was zur Hölle ist hier los? Fliegen alle wieder zurück. Das ist jetzt nicht so gerade sinnvoll gewesen, aber okay. Wenigstens haben wir wieder Plastik.
Ganz viele Roboter, die warten müssen. Immer noch irgendwo. Ja, hier wird auch Kohle gebraucht, aber wir wollen nur 100 haben. Jungs, nehmt mal ein bisschen mehr Kohle, damit hier ein paar von euch wenigstens noch was abliefern können. Also, Plastik klappt wieder. Blaue Chips werden hergestellt. Zahnräder habe ich mir gemopst. Können wir gleich noch mehr rote Fließbänder herstellen. So, jetzt geht es. Hier unten hin. Wir bauen die Bahngleise weiter. Wir haben gesehen, dass die Bahngleise angreifen. Aber ich hoffe mal, das war nur, weil da andere Hightech-Sachen daneben waren. Weil es wäre echt doof, wenn wir das Ding hier immer wieder reparieren müssten. Denn alle 5 Meter einen Laserturm hinstellen. Das wäre dann nicht so ganz im... Wäre nicht der ganze Sinn dahinter gewesen. Das sollte eigentlich ein System sein, dass man es einmal aufstellt und dann ist es einigermaßen wartungsfrei. Danke. Ah, wir brauchen bald neue Schrotflintenmunition. Bauen wir mal bitte, während wir hier am Werkeln sind. Und ja, mit einer Schrotflinte einen Wald wegroden ist Werkeln. Ah. Das haben die Gründerväter bestimmt auch gemacht, als sie die Bahn gebaut haben. Hoch, 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 hoch. Obwohl, nee, das ist eine falsche Aussage. Ne? Gründerväter waren die, die da Sachen unterschrieben haben. Das sind nicht die ersten Kolonisten und so gewesen. Egal. Also hier muss jetzt irgendwo eine Kurve rein, da muss gleich noch eine Kurve rein. Alt. Ja, nee, wir brauchen Kurven. Kurven sind fancy. Und ich habe ein bisschen Übung dann damit. So, also, eine Kurve. So. Dann brauche ich wieder eine Gerade. Irgendjemand schießt. Achso, da hinten. Das müsste aber alles okay sein, oder? Mauern werden beschädigt, ist nicht schlimm. 19 Turrets schießen. Da schießen noch mehr. Was sagt unser Strom? Batterien sind okay. Ja, nichts kaputt gegangen, alles gut. Weitermachen. So. Hier müssen wir dann irgendwann wieder eine Kurve nach oben machen. Das kann ich mir eigentlich ziemlich aussuchen, wo. Wobei hier irgendwo schon ganz schick wäre. Dass dann die Fließbänder von oben kommen. Anliegen so. Dann kommen die Ärmchen. Was? Ja, dann kommen die Ärmchen, die das davon wegnehmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann brauchen wir hier noch. So. Dann brauchen wir hier nochmal Ärmchen. Dann brauchen wir hier Strom. Und schon geht das Ganze nicht auf. Denn dann müsste die Bahn da durchfahren. Die Bahn braucht 2 breit. Okay, also Zeit für die Substation ausprobieren. Das wollte ich ja eh machen. Also setz dich mal. Wow. Okay. Du weg. Die ist 2x2. Bau die hier hin. Na. Und die macht komische Geräusche. So, haben wir noch Kisten? Keine Eisenkisten. Ich habe keine Eisenplatten. Ah. Okay. Okay, kriegen alle Sinn. Ist okay. So. Hier geht das dann runter.